Das wirkt einfach sehr dramatisch und aus unseren Ohren vielleicht ein ganz klein bisschen überzogen. Aber ich glaube, das gehört zum Interpretieren dazu. Man muss Positionen sozusagen schärfen, damit es dann auch nach außen gut vermittelt werden kann. Ich bin Ulrich Leisinger, der wissenschaftliche Leiter der Internationalen Stiftung Mozarteum hier in Salzburg. Wie führt die Stiftung den Geist von Mozart weiter? Was war sozusagen der Geist von Mozart? Ja, die Stiftung Mozarteum blickt immerhin auf 180 Jahre Geschichte zurück und geht direkt auf den Dommusikverein und Mozarteum von 1841 zurück, der gegründet wurde, als die Witwe und die beiden Söhne Mozarts noch am Leben waren. Und die waren damals so begeistert von den Aktivitäten dieses Vereins, dass sie im Prinzip alles, was sie an Originalen noch hatten, der Stiftung als Vor- und Nachlässe zur Verfügung gestellt hat, sodass wir uns heute als institutionalisierter Erbe der Familie Mozart verstehen dürfen. Gibt es dann sozusagen die eine Mozart-Interpretation oder den Mozart-Klang? Zum Glück gibt es nicht nur eine Mozart-Interpretation. In unserer Ton- und Filmsammlung sammeln wir seit Jahrzehnten Tondokumente. Die ältesten kommen immerhin von 1887. Und wir wären ja schnell fertig, wenn es nur eine Aufnahme gäbe. Und allein von der Jupiter-Sinfonie haben wir 7 oder 8 Aufnahmen mit Karajan. Nein, jede Zeit muss sich den Mozart-Stücken aufs Neue nähern. Und es gibt ein erstaunliches Spektrum von historisch informierter Aufführungspraxis zum vollen Orchesterklang, wie wir ihn seit mehr als 100 Jahren kennen. Und ich glaube, wir in Salzburg bemühen uns sehr darum, sowohl in der Stiftung Mozarteum als auch bei den Salzburger Festspielen, das zu zeigen, was für ein breites Spektrum an guten Interpretationen von Mozarts Musik möglich ist. Ja, sehr schön. Was verbindet denn Karajan mit der Mozart-Stiftung? Karajan ist mit dem Mozarteum, nicht mit der Stiftung direkt, seit Anfang an verbunden. Seinen ersten Klavierunterricht hat er bei einem Lehrer am Mozarteum gehabt. Heute ist das Mozarteum oder die Universität Mozarteum eine staatliche Hochschule. Damals war sie eine Bildungseinrichtung der Stiftung Mozarteum. Und von daher hat Karajan die Anfänge seines musikalischen Lebens wirklich hier in Salzburg dann auch teilweise in diesem Gebäude hier vollbracht und hat hier Klavier, aber dann auch bei Paumgartner Komposition, Dirigieren studiert. Aber eigentlich endet die erste Beziehung mit der Matura. Danach hat Karajan in Wien weiter studiert. War sozusagen dann das Mozarteum oder die Stiftung Mozarteum der Karrierestart für Karajan? Mit Sicherheit war das Mozarteum für ihn der Ausgangspunkt und eigentlich auch der Start seiner Karriere. Es gibt ein legendäres Konzert vom 22. januar 1929, wo er mit dem Mozarteumorchester, also dem Hausorchester des Mozarteums, auftrat und das ihm sozusagen sein erstes professionelles Engagement dann in Ulm eingetragen hat. Es gibt ja immer so die Streitigkeiten Böhm und Karajan. Ist Böhm der bessere Mozart-Dirigent? Wenn wir uns Karajan und Böhm so aus der Rückschau anschauen, dann geht es uns ein ganz klein bisschen wie mit Brahms und Bruckner, wo man den großen Streit, den Weltunterschied zwischen denen nicht so recht erkennen kann. Aber wenn man genauer hinguckt, dann gibt es dann schon wichtige Unterschiede in der Interpretation. Vielleicht kann man das an einem Beispiel ganz schön zeigen, an der Ouvertüre zur Zauberflöte. Das ist ja ein Stück, was jedem Mozart-Dirigenten am Herz liegen muss, insbesondere auch wenn er auf der Opernbühne auftritt. Wenn man sich diese beiden Aufnahmen anhört, dann sind die fast gleich lang und ihr Gesamteindruck ist heutzutage erstaunlich ähnlich, denn dieser Gesamtklang ist durch diesen vollen Streichersound der 50er, 60er Jahre geprägt. Das klingt dann doch irgendwie mehr wie Beethoven oder Bruckner, was den Orchesterklang angeht. Aber wenn man dann ins Detail geht, dann stellt man fest, dass es doch ganz erhebliche Unterschiede gibt. Wenn wir mit Böhm anfangen, der hatte so ein Bild von Mozart so als dem apollinischen Gott irgendwie. Und was
Böhm leistet, ist, dass er diese Stücke mit einer gewissen Grazie vorführt und eine gewisse zeitlose Mozart-Interpretation damit geschaffen hat. Das wird den allermeisten Menschen in der Welt auch heute noch gefallen. Karajan auf der anderen Seite hat einen viel drastischeren Ansatz. Für ihn hat man so den Eindruck, ist Mozart früher Beethoven. Und der Mozart wird also ganz dramatisch interpretiert. Bei der Zauberflöte werden die langsamen Tempi sehr langsam genommen. Dafür holt er das in den Allegro-Teilen wieder ein. Und da kommt dann wirklich, es ist ja nicht nur eine Frage des Tempos, sondern auch des Zugriffs. Das wirkt einfach sehr dramatisch und für aus unseren Ohren vielleicht ein ganz klein bisschen überzogen. Aber ich glaube, das gehört zum Interpretieren dazu. Man muss Positionen sozusagen schärfen, damit es dann auch nach außen gut vermittelt werden kann. Genau, die zwei Zitate fand ich so schön. Also das Notwendigste und das Härteste und die Hauptsache in der Musik ist das Tempo, was Mozart gesagt hatte. Und der Rhythmus ist für mich der Grund aller Dinge. Mit dem Rhythmus beginnt das Leben, mit dem Herzschlag von Karajan. Das ist natürlich sehr verbunden. Auf den allerersten Blick sehen diese Zitate natürlich sehr ähnlich aus, dass nämlich Rhythmus und Tempo das Rückgrat der Musik sind. Wir müssen ganz klein bisschen aufpassen, denn Mozart war kein Musikästhetiker. Und was so bei dieser Interpretation dieses Satzes gern verschwiegen wird, das ist jetzt keine Aussage über ein Orchesterdirigat, sondern hat eigentlich zunächst mal was mit einer Klavierschülerin zu tun, nicht einmal einer eigenen. Ein junges Mädel, der er vorwirft, dass der Vater es verhätschelt, insofern als er sie alles viel zu langsam spielen lässt. Und also Tempo ist jetzt an der Stelle wirklich so gemeint, dass man auch mal zügig spielen muss, um weiterzukommen. Macht aber nichts, weil der Satz ist so schön, dass man ihn auch wirklich als ein musikalisches Credo deuten kann und besagt, dass ich ein Stück nur dann gestalten kann, wenn ich das richtige Tempo finde. Ich glaube, dass es da aber einen Unterschied zwischen der Mozartzeit und Karajan gab, der natürlich auch dieses Rhythmus und das Tempo als was Wesentliches ansieht und was aus der damaligen Sicht was ganz Wichtiges war, weil nämlich die Musik Mozarts verstanden wurde sozusagen als alte Musik, für die dann nicht mehr gilt wie für die Romantik, dass der Dirigent und das Orchester sich beliebig im Zeitrahmen bewegen dürfen, sondern dass diese Musik Mozarts einen gewissen straffen Rhythmus braucht, den man auch sozusagen dem nach außen hin verkaufen muss. Allerdings gibt es, glaube ich, einen ganz wichtigen Unterschied, der erst in der jüngeren Mozart-Interpretation wieder klarer geworden ist. Es gibt nicht das eine Tempo, sondern wenn wir die Musiktraktate des 18. Jahrhunderts lesen, dann erzählt uns jeder von denen, man muss genau aufpassen, was die Rahmenbedingungen sind, ob ich in einem großen, in einem kleinen Saal mit vielen oder wenig Leuten spielen. Und ich glaube, dieses Verständnis hat in den 50er, 60er und 70er Jahren zum Teil noch gefehlt. Da hatte der Dirigent eine Vorstellung von seinem Werk. Und es ist ja auch erstaunlich, dass viele von diesen Dirigenten mit ihrem fabelhaften Gedächtnis diese Stücke nicht nur fehlerfrei dirigiert haben, sondern fast schon so ein fotografisches Zeitgedächtnis auch hatten. Aber dadurch ist verloren gegangen, dass man auf die Außenumstände Rücksicht nimmt. Und ich glaube, Karajan hat seine, sagen wir, Jupiter-Sinfonie in der Philharmonie in Berlin, genauso wie im Musikverein oder gegebenenfalls hier bei uns im Saal gespielt. Und das klappt dann nicht immer gleich gut. Sehr schön. Das war doch sehr schön. Dann vielen Dank für Ihre Zeit und für interessantes Gespräch. Da haben Sie jetzt hoffentlich nicht zu viel zu schneiden.